Wir gucken jetzt mal, ne? Wir gucken nach Elimination Raid. Wir gucken mal Elimination Raid. Ich glaube, man sieht ja nicht direkt, wo es schon einen Weltrekord quasi gibt. Heißt, welche überhaupt machbar sind. Das ist ein bisschen das Problem. Wir spielen die einfach mal. Wir gucken mal so ein bisschen 99% Maps durch. Und wir machen jetzt Turnier. Quasi, wer es schafft, eine 99% Map als erstes abzuschließen, wird VIP im Chat für Lebenszeit, ne? Also hier kann man wirklich jetzt was Großes gewinnen, weil, ich sag mal, ich werde wahrscheinlich noch etwas länger streamen, ne? Und dann bist du hier für alle Ewigkeit, oder bis das mit den VIP-Plätzen ausgehen zumindest, VIP im Chat. Heißt, es dürfen mal alle, die, mitmachen wollen, Ausrufezeichen Play in den Chat, und dann spielen wir hier so eine der schwierigsten Maps im ganzen Game und gucken mal, welche von euren Murmeln hier durchkommen kann. Hier muss man irgendwie so durchzahlen. 6, 5, 4, 3, 2. Die sieht erstmal gar nicht so schwer aus. Gut, hier am Ende werden halt wahrscheinlich viele sterben, weil man hier durch die Laser durch muss. Und vielleicht hier bei dem Jump, ne? Bei dem Jump könnte es sein, dass die Hälfte wieder daneben fliegt. Also wir starten mal. Aber an sich sieht die nicht so schwer aus. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ob hier auch man sterben kann. Das bringt VIP. VIP bringt, dass du ein besonderes Symbol bei deinem Namen hast hier im Chat. Bei so Spielen wie Marbles hast du eine extra Farbe, wie hier zum Beispiel der Trader in Pink. Ja, und du bist halt einfach einer der... Du hast halt einfach die dicksten Klöten im Chat, ne? Also das bringt es halt hauptsächlich. Dicke Klöten. So, Cookie Master ist ja ganz vorne mit dabei. Ich meine, nach Geschwindigkeit geht es jetzt hier nicht unbedingt, ne? Also es geht hier jetzt eher, sage ich mal, darum, dass man hier präzise durchfährt. Was ist denn das eigentlich für ein Hintergrund, ne? Also hier hat einfach jemand ans Meer hingeschissen. Hat ja seine Bremsspur breit gezogen. Junge, wer macht denn so einen Hintergrund? Das sieht ja richtig scheiße. Hier ist alles voller Müll. Warte mal, wo fallen denn hier eigentlich alle runter? Die fallen alle schon hier runter. Du musst ja einmal über die 1 oder über die 0. Und die bei der 0, die verkacken es ja sowieso komplett. Ach du Scheiße. So, kann man hier sterben? Da habe ich gerade einen Laser gesehen. Ich habe ja gerade einen Laser gesehen, oder? Ja, da kommen immer wieder so Laser raus. Aber da, ich sag mal, die kommen nur immer sehr kurzzeitig. Da kann man schon gut durch. Also hier sterben gerade nicht viele. Schau mal, Vicky ist gerade noch vorne mit dabei. Sehr gut. Oh, es leben jetzt schon nur noch 3 Leute. Okay, die Map könnte schwierig werden. Wir geben jeder Map ein paar Tries, ne? Und wenn wir dann denken, die ist wahrscheinlich unmöglich, dann gehen wir zum nächsten Map über. Aber 3 Leute haben wir hier noch. Komm, Vicky, zeig mal, was du kannst. So, ich dachte, das hier ist eigentlich die gefährliche Stelle. Mal gucken. Ne, man fällt hier einmal so auf diese 6 runter. Hier in die Lücken rein. Oh, so, wir haben schon mal maximal reingeschissen. Wir probieren die nochmal. Ich will jeder Map schon so ein bisschen eine Chance geben, ne? Nicht immer direkt hier aufgeben. Wir geben schon jeder Map eine Chance. Ja, wir haben ja Zeit. Letztes Mal haben wir nur 4 Streams, glaube ich, gebraucht, um eine einzige Map abzuschließen. Also, Ausrufezeichen Play. Und dann seid ihr mit dabei. Ich starte. Wer ist denn hier dabei? Der Saft-Odin. So, Saft-Odin ist jetzt mein Favorite, ne? Ich vote für Saft-Odin. Der extra Saftige macht das jetzt. Und irgendwann kommt es wahrscheinlich so, dann spielen wir eine 99%-Map, ne? Und dann gewinnen 2. Wer stirbt? Mark Rababs Badewasser. Das ist sowas Gutes. Ich bin sehr gepflegt. Gepflegter junger Mann. Ja, ich habe heute ein bisschen mehr Pickel als sonst, ne? Und ich habe schon sonst echt viele Pickel. Aber ich bin trotzdem gepflegter junger Mann. Und die fahren halt hier alle total schief, ne? Deswegen kommt man hier kaum durch. Ja, ich mache auch schon wieder einen Abgang. Let's Trader, wehe, du gewinnst einfach 2-mal dieses Turnier. Ja, hier will die alle einmal gegen die Wand fliegen, ne? Und dann gehst du auf der Seite runter. Also das hier ist echt schwierig am Anfang direkt. Und die Runde sieht noch schlechter aus als die letzte, ne? Jetzt haben wir hier schon nur noch 4 Leute. Ich glaube, da muss eine andere Map her, ne? Also wenn ich gewinne, dann darfst du dir jemanden aussuchen, der VIP wird. Genauso wie wenn ich gewinne oder jemand, der schon VIP ist, dann sucht die Person abends aus. Würdet ihr mein Badewasser kaufen? Oder was? Was ist euer Lieblingsbadewassergeschmack? Was ist eure Lieblingsgeschlechtskrankheit durch Badewasser? So, Nommis, komm. Hier einmal drüber hüpfen. Boah, das ist das, Alter, wie willst du denn über diese 5 drüber kommen? Die ist ja richtig brutal, ne? Da brauchst du hier ordentlich Speed, um hier einmal über diese Löcke abzukürzen und dann noch geradeaus weiter. Dann hier drüber und dann durch die ganzen Laser durch, Alter. Die ist schwer. Wir probieren eine andere. Wir wechseln immer mal wieder durch. Wir wechseln einfach immer mal wieder durch, ne? Es steht ja hier immer, welche wir schon gespielt haben, ne? Wir wechseln einfach mal durch. Hier Arthur UK spielen wir nicht, weil von dem haben wir einmal ewig lang gespielt, ne? Und haben es nicht geschissen bekommen. Den spielen wir nicht mehr. Wir gehen in die hier rein. Also, Ausrufezeichen Play, dann seid ihr dabei. So, was muss man denn hier machen? Man kommt hier raus und fällt dann wahrscheinlich hier runter. Dann hat man hier so ein Feld mit sehr vielen Boostern. Muss hier gegen die Wand knallen, da runter. Hier durch, hier werden wahrscheinlich auch viele einfach drüber schießen und dann ins Ziel, okay. Sieht einfach wie eine Map aus, wo man einfach die Hälfte der Zeit einfach daneben fällt. Also ich starte. 10 Streams später. Nein, wir schaffen das auch heute easy, oder? Belief doch mal ein bisschen. Bisschen belieben hier. Bist du ein Believer von Justin Bieber? Mal gucken, wie viele jetzt hier schon direkt runterfallen. Ah, nee, guck mal, hier ist eine Wand. Hier wird man abgeprallt. Hier muss man links oder rechts.
Hatte mit heute auf der Klassenfahrt 12 Manga geholt. Alter, Glenno, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Wie hast du doch Geld für einen Sub, nachdem du dir 12 Mangas holst? Junge, Mangas sind so scheiße teuer. Und Glenno ist direkt mal hier in Game verreckt. Ja, wunderbar. Danke für deinen Sub. Aber hier gibt es immer wieder so Booster zurück, ne? Das ist einfach nur ihr Zeitschinden. Oh, warte mal, kann man hier stuck werden? Wo hängt denn Draco drin? Nee, der rollt noch. Ich glaube, du musst da rein, damit du langsam runterrollst und nicht drüber fällst, oder? Drakon? Nee, der ist auch nicht drin. Hä? Junge, wie perfekt soll man das denn hier treffen, damit man hier überhaupt durchkommt? Challenge, alle müssen eine 99%-Map gleichzeitig schaffen. Ja, dann machen wir, glaube ich, in meinem Leben nichts mehr anderes. Weil irgendwann ist das so langweilig, dass einfach keiner mehr mitmacht, außer ich. Und dann schaffe ich es irgendwann alleine und dann sind es ja quasi alle. Ja, ich glaube, diese Map hier ist einfach nicht machbar, ne? Da fällt keiner runter. Und die brauchen hier ungefähr 3 Jahre, um hier durchzukommen. Die ist richtig scheiße, die Map. Mag es 120 Euro gekostet. Alter, du bist auch ein Maximalverdiener, ne? Wait, hold up. Slurak ist drinnen. Mit Slurak als VIP könnt ihr mich anfreunden, ne? Slurak ist sehr viel hier. Oh, warte mal, Slurak macht jetzt kompletten Abgang. Never mind. Hat sich schon erledigt. Kann man das beeinflussen? Nee, das ist hier, sage ich mal, Glücksspiel eher. Alter, die hängen hier für 3 Stunden da oben fest, ne? Komm, wir nehmen eine andere Map. Alter, die ist unfassbar scheiße, diese Map. Ja, Slurak bis jetzt heute bester Try. So, wir gucken mal in die hier rein. 15 Mal wurde die schon gespielt. So, einmal alle joinen. Outro wird sagen Play. Desto mehr Leute mitmachen, desto eher schaffen wir das. Okay, hier geht's irgendwie so durch Portale, dann da nochmal durch Portale, hier durch, da durch. Ah, guck mal, du kommst hier immer wahrscheinlich so zu 50% Chance raus, ne? Links oder rechts. Wahrscheinlich stirbst du auf einer Seite. Heißt, es wird jedes Mal die Hälfte rausgeschmissen oder bräuchten wir aber mathematisch gesehen schon mal ein paar mehr Leute, dass wir das hier schaffen. Was steht hier? Oveness. Oveness? Oaveness? Ich würde sagen, mein Englisch ist relativ gut. Ich habe mal Englisch studiert, ne? Aber ich weiß nicht, was Oaveness ist. Also mal gucken, ob die hier machbar ist. Daveness? Daveness? Also stimmt, das ist wahrscheinlich ein D, ne? Daveness. Was ist denn Daveness? So, da kommt die ganze Gang. Alle einmal durch den Teleporter durch. Bis jetzt sieht es so aus, als würden alle in die gleiche Richtung. Nee, jetzt, der Teleporter dreht sich. Guck mal, sterben die jetzt alle direkt oder was ist jetzt hier der Plan? Nee, die kommen alle hier raus. Ja, und hier sitzt dann 50-50, ne, links oder rechts. Aber bis jetzt ist noch niemand tot. Okay, hier kommt man dann auch einfach weiter links oder rechts raus. Aber bis jetzt noch nichts, wo man wirklich sterben sollte. Ne? So ein paar einzelne fallen natürlich mal daneben, ne. So ein bisschen Kollateralschaden gibt es immer. Dann kommen die da oben raus. Aber wait, die hat einen Weltrekord, oder? Da oben rechts, da ist eine Zahl eingeblendet. Heißt, die hat einen Weltrekord und die wurde nur 15 Mal gespielt. Gut, wenn die jetzt natürlich XQC gespielt hat mit 50.000 Leuten, ne? Dann ist es da wahrscheinlicher, dass jemand hier gewinnt als bei mir. Aber die sieht erstmal dann machbar aus, oder? Wo fallen denn hier eigentlich schon wieder alle runter, ne? Einfach hier über die Bande drüber, oder was? Hier kommen noch viele durch. Oh, hier an der Bande abgeprallt, ne? Lumo. Also Lumo war vorhin schon mal gut dabei, ne? Lumo hat reingeschissen, never mind. Aber die sieht machbar aus, ne? Hier muss ein bisschen mittig hier durchfahren, das geht. Crisps Tobias, gerade gut dabei. Aber wir sind noch nicht durch alles durch. Alter, hier kommen noch so Felsen. Alter, wir haben Felsen abgeschossen. Komm, Crispy, mein Crispy Boy. Also durch die reine Berührung vom Stein stirbt man schon mal nicht. Das ist gut. Ne? Guck mal, hier kommen alle durch beim Stein. Stein ist kein Problem, da kommen alle durch. Jetzt kommen halt gleich noch das Ding hier, wo man so hochgeschleudert wird und Laser. Wie fährt man die überhaupt durch? Warte mal, hier fahren wir ja bergauf. Ah ne, wir fahren bergrunter. Okay, never mind, ich bin dumm. Oh, einmal alle hochspringen. Komm, Obelix. Oh, Obelix ist noch mit dabei. Zweiter Schrader. Alter, als ob der hier mit meinem Zweitkanal durchgeht, ne? Der schon mal gewonnen hat bei der 99% Map. Junge, was soll denn die Scheiße? Du kannst nicht immer alles gewinnen. Hör auf. Zweiten Trailer. Okay, weg ist er. Alter. Hodradidi. Alter. Er geht hier durch, ne? Oh shit. Boah, er hätte es aber fast gehabt, ne? Oh, mein Scoot ist noch unterwegs. Ah, die ist machbar. Ne? Also der ist hier raus, bei dem Ding, aber da kann man auch nochmal drin landen. Dann nur noch durch 2 Laser, hier ist nochmal so ein Ding zum Hochwerfen und dann ins Ziel. Die ist machbar, die machen wir. Für wie lange VIP? Du bist dann für immer VIP. Das hält lebenslänglich. Komm, Meinhard, Alter, jetzt hängst du hier fest, oder was? So, wie lange geben wir Meinhard, bevor wir einfach neu starten? Meinhard, du musst schon vorwärts kommen, was machst du denn? Junge, jetzt wird er wieder zurückgehauen. Junge, weil der wird immer wieder genauso zurückgehauen, dass es ja jedes Mal wieder von vorne trifft, ne? Der kommt an die Dinge nicht vorbei. Warte mal, jetzt mit ein bisschen Speed. Nee, aber mein Tim wird wieder zurückgehauen und den Laser rein. Ich glaube, das musst du, glaube ich, first try machen, weil dann hast du noch genug Speed, um da durchzukommen. Wenn du einmal aufgehalten wirst, dann hast du nicht mehr genug Speed. Ich glaube, das musst du first try machen. Ah, die Map, bei der bleiben wir. Die gefällt mir, die sieht ganz cool aus und die ist auch machbar. Was ich auch cool finde, da ist nicht so eine Stelle, wo einfach alle sterben, sondern da sind mehrere so ein bisschen schwierige Stellen, you know? Heißt, der hier durchkommt, hat auch dann wirklich was geleistet. Also, Ausrufezeichen Play, einmal den Chat mobilisieren, ne? Holt eure Hunde und macht denen einen Twitch-Account. Dann habt ihr höhere Gewinnchancen. Und wir starten in 3, 2, 1 und auf geht's. Ne, weil hier kann man jetzt gewinnen, ne? Die ist möglich.
Die hat auch einen Weltrekord. Vielleicht kriegen wir sogar Weltrekord, ne? Weil wahrscheinlich hat die Map bis jetzt nur eine Person geschafft. Also es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass man Weltrekord bekommt. Ich esse Murmeln. Ist natürlich auch wild. So, Eule-Fan, Alter. Cruist hier los, ne? Als gäbe es keinen Morgen. Und wird überholt, nevermind. Mit Ansage, ich mache Weltrekord. Alter, let's trader, ne? Wenn du zu viel gewinnst, dann wird's irgendwann suspicious, ne? Irgendwann muss ich dich dann bannen, weil ich einfach denke, du bescheißt hier bei diesen ganzen Community-Games. Zu oft gewinnst du hier irgendwas, ne? Und machst dann noch Oberficker und alles. Alter, Eule, wo willst du eigentlich hin? So, wer ist denn jetzt hier ganz vorne mit dabei? Hier, Jomo GHG. Hier im Moment auf der 1. Ist VIP vererbbar. Also, wenn du mir irgendwann den Twitch-Account dann von deinem Sohnemann gibst und du VIP gibst, dann von mir aus ist es auch vererbbar, ja. Musst aber bitte vor deinem Tod noch in dein Testament schreiben, wer dann VIP bekommt. So, im Moment sieht es so aus, als würde Linkus eins bekommen, ne? Also, falls wirklich, ne, alle Sterne in einer Reihe stehen und es wirklich passieren sollte, dass mehrere die Map schaffen, dann bekommt es halt die Person, die als erstes drin ist. Ist natürlich sehr unlucky für die zweite Person, aber dann machen wir es nach Speed. Dann gewinnt ihr nach Geschwindigkeit. So, Skript. Und der Officer Yannis sind hier vorne mit dabei. Und Skript gilt aus irgendeinem Grund immer doch als hier im Moment Erstplatzierter. Ist ja auch wild. So, ja, an dem Stein vorbei, der kann nichts, ne? Aber oh, diese Runde haben wir aber schon mehr Leute verloren, ne? Und letzte Runde hatten wir deutlich mehr noch an diesem Punkt. Aber ich bin noch mit dabei, lul. Alter, als ob ich das jetzt hier hole, ne? Kann ich bitte einfach für mich selber voten? Ich will mir selber zugucken, ne? Junge, ich habe schon 1000 Mal mit euch Marvels gespielt. Ich habe noch nie gewonnen. Nicht mal ein normales Rennen habe ich gewonnen, ne? Ich hole jetzt hier die Map, pass auf. Da könnt ihr mir gar nichts. Ich hole jetzt einfach die Map selber. Aber wir gucken trotzdem mal, was hier bei den Erstplatzierten abgeht. Ne, lasst euch mal Zeit, ich komme dann schon, ne? Ich brauche ein bisschen länger, ne? Auch so wie bei anderen Aktivitäten, da brauche ich auch manchmal ein bisschen länger. Aber ich komme dann schon irgendwann. Ich wollte schon immer mal VIP bei mir sein. Oh, Vintage, hat ihr noch einen Klops auf den Arsch bekommen? Ah, ich bin auch schon tot, nevermind. Mann, wieso bin ich denn jetzt gestorben? So, wir spielen die nochmal. So, wir starten, 10 Sekunden und dann geht's auf. Hat ja eigentlich wieder irgendjemand einen richtig coolen Skin? Ne, wir haben hier Herzchenball mit Herzchen hinten dran. Wir haben meinen coolen Fisch. Ich glaube, sonst hat niemand was, oder? Hier haben wir noch, was auch immer das hier eigentlich ist. Müsste dich eigentlich eine höhere Chance zu gewinnen haben, da du immer dabei bist. Drück's mir halt noch rein, dass ich die höchste Chance habe zu gewinnen und trotzdem noch nie irgendwas gewonnen habe. Dankeschön. Aber ja, an sich habe ich bessere Chancen. Das stimmt. Wir brauchen hier einfach einen zweiten VIP, der immer mitspielt, damit sich Let's Trader nicht permanent einen drauf runterholt, dass hier der einzige Pinke im Moment ist. Wie kann man Skin bekommen? Das musst du über diese App machen von diesem Game. Das ist ein bisschen complicated, deswegen hat das auch keine Sau. So, auf geht's, Rabobs. Du Fisch. Fahr mal schneller zum Fischkuder hin. So, der Schokifisch. Oh, hier sind noch mehr Fische. Ja, alle voller Fische hier. Lauter Fischköpfe. Spargraf VIP mit 12k. Man kann sich das natürlich auch mit Kanalpunkten kaufen, ne? Ist aber halt sehr teuer. So, ich bin schon wieder tot, Alter. Was soll die Scheiße? So, hier ist erste wirklich schwierige Passage, ne? Dass man hier gerade durchfährt. Ich meine, er ist so nett und hat hin und wieder so Ränder hingemacht. Also es ist möglich, auch wenn man hier zur Seite rollt. Man braucht nur ein bisschen Glück. Hier, Linkus hat eine Wand getroffen, ist trotzdem noch mit dabei. Es geht. Bin schon wieder raus. Ja, hier sterben halt auch relativ viele. Ich habe auch einen zweiten Twitch-Account. Vielleicht muss ich auch noch mit dem rein, ne? Bescheiß ich einfach und spiele selber zweimal mit. Gibt's die App fürs Handy? Nee, nur für Toaster. Ja, natürlich fürs Handy. Wir haben schon wieder so wenige nur noch jetzt hier, ne? Ich glaube, unser erster Try war einfach richtig gut, ne? Da hatten wir richtig Luck. Und deswegen dachte ich, die Map ist einfacher, als sie tatsächlich ist, ne? Und jetzt scheißen wir richtig rein. So, Linkus macht jetzt nochmal einen Hopsader. Oh, nee, Linkus ist noch mit dabei. Linkus ist heute auch oft vorne mit dabei, ne? Linkus haben wir schon ein paar Mal zugeguckt. Oh, dodgt hier die Explosion, ne? Entschärft es hier für seine Kollegen. Oh, in der zweiten geht's vorbei. Der Linkus ist auch Macher. Alter, Linkus nimmt hier einmal jedes Hindernis mit. Ne, okay, jetzt ist er raus. So, letzte Passage. Oh, hier ohne zu bremsen. Hier haben wir herausgefunden, wenn man hier einmal bremst, dann hat man schon verloren. So, Yannis, du warst heute auch schon ein paar Mal vorne mit dabei. Pingu ist tot. Yannis, du machst das, komm. Alter, Yannis, ne? Der macht das jetzt einfach. Yannis? Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Oh, kann man jetzt noch gewinnen? Kann das Yannis jetzt noch schaffen? Oder ist man jetzt auch stuck? Oh, ich glaube, Yannis ist stuck. Ne, so wie vorhin meins gut stuck war. Oh, am Laser vorbei? Ne, ich glaube, Yannis ist jetzt stuck. Aber da kommen noch zwei. Ne, wir lassen Yannis weiterlaufen, ne? Aber ich glaube fast... Oh, Fork! 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 Was? Du bist am Ziel vorbei! Nee, bist du nicht. Nevermind. Oh, bin ich stupid. Also, es sah so aus, als wärst du vorher drunter. Fork ist durch. Fork ist durch. Fork hat es durchgeschafft. GG. Fork, Alter, bist ein kompletter Stecher. Die Gabel, Alter, für mehr Göffel auf Twitch. Fork 203. Alter, ich dachte erst, du bist daneben gefallen, ne? Aber Fork hat es einfach reingeschafft. GG, aber Scam? Wieso Scam? Wieso ist das denn jetzt ein Scam? Ne, wir sind alle Sportsmänner und Frauen, ne? GG. Verdient hier gewonnen, ne? War auch eine gute Leistung. Ich mach dich damit jetzt einmal kurz zum VIP. Ich muss erstmal wieder suchen, wo das geht, ne? Ich vergesse das jedes einzelne Mal.